You get now. Yay, nächste Klassquest. Hast du gesehen? Es ist eine Katastrophe. Schädlinge haben die Avocados befallen und die gesamte Ernte vernichtet, so knapp bevor sie reif waren. So etwas kann man nicht vermeiden. Das ist der Lauf der Natur und wir müssen damit leben. Aber nun heißt es, Ersatz zu beschaffen. Leider ist die Zeit knapp. Wir haben nämlich eine dringende Bestellung von Mijun bekommen, die für die Küche ihres Hexenstübchens natürlich ausgerechnet Avocados braucht. Und hat dazu qualitativ hochwertige. Och nö. Allerdings haben wir Glück im Unglück. Nur unsere Bäume scheinen befallen zu sein. Wir können also vielleicht wilde Avocados in anderen Gegenden sammeln. Toffen genug für die Lieferung aufzutreiben. Solio weiß am besten Bescheid, wo im Finsterwald welche Früchte zu finden sind. Wenn er auf seiner üblichen Runde ist, müsste er jetzt gerade in Gutswiesegrund sein. Beeil dich, lauf dorthin und frag ihn, ob er von Avocado-Bäumen in der Gegend weiß. Oh toll, dass ich noch gucke, so wer den Koks dabei habe. Also, Schildi. Mit Zwiesegrund. Auf der Natur. Nett. Muss man dabei haben. Natürlich. Huch. Okay, die sieht ein bisschen gruselig aus. Hat's, okay, auf der einen Seite sieht das echt mehr cool aus. Auf der anderen Seite finde ich das ein bisschen verstörend in diesem Eck. Aber irgendwie ist das auch irgendwie... Hm. Okay. Schau es mir nur ganz kurz an. Geht sofort weiter. Ein Lübchen. Avocados suchst du? Dann bist du wohl in Fufushas Auftrag unterwegs. Ich habe schon von dem Befall gehört. Tja, auch die Schädlinge wissen, was gut schmeckt. Ich empfehle dir, dich in der Nähe von Mühlenbruch umzusehen. Nordöstlich von dort findet man ausgezeichnete Avocados, wenn man nur den richtigen Blick hat. Wilde Bäume sind auch viel weniger anfällig für Schädlinge. Angefallen könntest du übrigens auch werden, wenn du dich in dieser Gegend vorwagst. Das ist nämlich nicht gerade ein Lustgarten. Verstehst du? Du sollst mindestens genauso widerstandsfähig sein wie eine wilde Avocado. Jetzt macht ihr auf den Weg. 15 Avocados sammeln sich nicht von alleine. Ah ja. Mhm. Der Lustgarten. Ja, ja. Die nun wieder. Ah, da war die Avocado. Wurde das in einem Video nicht Avocado
irgendwann mal ausgesprochen. Avocado statt Avocado. Was mich auch nur so dezent getriggert hat. Lustgarten. Also Leute, wisst ihr Bescheid, alle in den Lustgarten. Achso, ich bin schon dran vorbei an dem einen. Hi. Oh. Ist noch ein Bäumchen. Die 38 ist auch gleich da. Achso. Immer diese Werbung. Nutzbäumchen. Schokobo-Federn. Da ist meine 38. Wieder zurück nach Gridania. Ja. Fuscha. Es ist ja so spannend. Ich hab wieder mal einen Mokri. Dann weißt du jetzt also, wo noch gute Avocados zu finden sind. Ausgezeichnet. Mach schnell. Immerhin brauchen wir 15 Stück davon. So ein Glück. Genug, um mit Juns Bestellung nachzukommen. Ich danke dir. Normalerweise ist mit Jun ja flexibel, aber sie hat schon groß angekündigt, dass es im Hexenstübchen Alligatorsalat als Spezialmenü geben wird. Sehr nahrhaft und ausgesprochen köstlich. Und dafür braucht man ausgezeichnete Avocados. Wenn du nicht geholfen hättest, wäre das höchst peinlich für Mijun gewesen. Für unsere Gilde auch. Du siehst, wir können uns nicht einfach darauf verlassen, dass uns die Natur stets mit ihrem Garn überschüttet. Manchmal bekommt man ihre Macht schmerzhaft zu spüren. Als Gärtnerin musst du darauf gefasst sein und andere Wege finden, die dich ans Ziel bringen. Erzwingen kannst du deine Ernte nicht, da hilft kein Zähneknirschen. Mach nur nicht den Fehler, die Natur als eifersüchtige Hüterin zu betrachten, die dir vorenthalten will, was eigentlich dir zusteht. Gar nichts steht uns zu. Wir können nur dankend empfangen. Beherzige das, sonst wirst du kein zweites Mal beschenkt. Und Stufe 39. Ach du Gott. Okay, als nächstes wären es dann die Schuhe wahrscheinlich. Ah, Adaya, du hättest keine bessere Zeit. Huch, nein, ich habe was versehen. Egal. Normalerweise würde ich mich nicht
mit so einer persönlichen Bitte an dich wenden. Diese Aufgabe jedoch passt hervorragend in deine Ausbildung. Eine Einheit von Nofiker Schar ist gerade siegreich aus einem schweren Gefecht mit den Xel heimgekehrt. Meine Freundin Jenny, von der Gourmet-Gilde ist damit beauftragt worden, ein Festessen zu diesem Anlass zuzubereiten. Leider fehlt dir dafür eine wichtige Zutat. Ich möchte dich daher bitten, 20 Lorbeerblätter von der üppigen Vegetation nordöstlich von Klein Alamigo im südlichen Tanerland zu sammeln. Bitte lege die Ware erst bei mir vor, bevor du sie zu Jani bringst. Hallo Kitty. Boah, fast auf 50. Fast auf 50. Ob ich gerade glücklich bin. Dann müsste ich die Minenarbeiter machen, aber mal gucken. Dann würde ich erst bei die Sylphen anfangen. Die Sylphies, die sind nämlich auch nervig. Wo muss ich jetzt hin? Lorbeerblätter. Lorbeerblätter. So, Tarantel. Lorbeerblätter. Lorbeer da. Klein Alamigo. Ab in die Wüste. No, nicht schicken. Nicht schicken. Ein Chicken, das komische Geräusche macht. Ich bin weg. Der Chicken ist unheimlich. Der Chicken Wing. Gruselige Chicken Wing. Ich habe dann innerhalb von fast zwei Stunden, ich denke mal, es wären zweieinhalb, innerhalb von zweieinhalb Stunden das Ding auf 50 gekriegt. Nicht schlecht. Gut, das habe ich schon. Ein Stück Zeitbonus erhalten. Okay. Könnte ruhig Musik laufen. Wüste. Gut, Wüste will ich nicht. Musik lädt aber wirklich. Ja. Kann ich hier die anderen auch nochmal bauen, grasen, whatever. Ich hab's gefunden, okay. Da haben wir den gefunden.
okay, das habe ich. Gegenstände hergestellt. Errungenschaften, was war das denn jetzt für eine? Verschiedene Gegenstände als Gärtner gesammelt und dem Sammler ein Notizbuch vermerkt. Okay. Aber es kommt halt echt keine Musik, ne? Ist halt einfach tot. Bitte einmal eine Schweigeminute für die Musik. Blutgras. Pass auf, wenn wir jetzt gleich gehen, dann kommt sie. Safran. War eben Kacke. Na, es geht. Hier geht's ja tatsächlich. Jahre später. Also, okay, ja. Also sie kam ja nicht. Hier ist Musik. Nice, ja schön. Wir haben ja auch mal Musik. Nett. Das ist nämlich auch immer noch so ein Ding, wenn in einem Spiel dann irgendwann keine Musik kommt. Dann schläfst du auch ein beim Sammeln. Geh mal von aus, weil es Nacht ist, aber trotzdem. Ich möchte dich bitten, 20 Loberblätter von der üppigen Vegetation nordöstlich von Klein Alamigo im südlichen Teil der Land zu sammeln. Bitte lege die Ware erstmal bei mir vor, bevor du sie Jenny bringst. Hör mal. Hier. Hast du. Lass mal sehen. Ja, 20 Loberblätter. Und nicht ein welches Blatt darunter. Jenny wird äußerst zufrieden damit sein. Sein Ring benutzt und steht dein Vater ist nicht online. No. No. Mit dem Schall hier habe ich keinen Partner. Weißt du übrigens, warum Loberblätter von den Gourmets dieser Welt so geschätzt werden? Sie haben nicht nur ein äußerst markantes Aroma, die perfekte Ergänzung zu einem herzhaften Eintopf oder dem Verfeinern eines Steaks, sondern sollen auch den Appetit anregen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor diese tapferen Männer und Frauen wieder in die Schlacht ziehen müssen. Begib dich zur Ehrenkranzkolonie und liefere die Lorbeerblätter bei Jenny ab, damit sie ein Festmahl zubereiten kann, das ihr Herz erwärmt und ihre Mägen sättigt. Das muss ich jetzt also wohin bringen? Nach da hinten. Grüß dich, meine Liebe. Bist du vielleicht die Gärtnerin, von der Fufusha mir erzählt hat? Ich habe gehört, du hast ein paar Lorbeerblätter für mich. Ja, habe ich hier. Nun, ich kann verstehen, warum Fufusha dich in den höchsten Tönen lobt. Dies sind die frischesten und aromatischsten Loberblätter, die ich seit langem gesehen habe. Die Stoßtruppen der Xer werden zunehmend unbarmherziger. Ich fürchte, wir werden schon bald den Tag erleben, den wir uns den Luxus solcher Festmale nicht mehr erlauben können. Dennoch benötigen Gridanes Verteidiger herzhafte Nahrung genauso dringend wie ihre Piken und Bögen. Ich bin nur ein einfacher Gourmet, aber ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, meine Heimat zu unterstützen.
Und doch gibt es nur so wenig, was ich tun kann, wie dieser Tag mir einmal mehr schmerzlich vor Augen führt. Es ist Zeit für Käse. Oh, ich liebe Käse. Ich bin dir jedenfalls dankbar für deine Hilfe. Grüße Fufusha von mir und lass sie wissen, dass ich schon bald wieder ihre Dienste benötigen werde. Ich bin ein Käsefreak. Und jetzt nochmal zu dem Viech dahin. Boah, Leute. Das ist echt furchtbar. Ich hasse es. Ich habe gehört, Jenny war sehr angetan von deiner Lieferung. Dank dir wird sie in der Lage sein, ein würdiges Festmahl für diesen freudigen Anlass zuzubereiten. Und dennoch kann ich mich nicht wirklich über diese Siege auf dem Schlachtfeld freuen. Mit jedem Tag, an dem wir weiter Blut über die Erde vergießen, verlieren wir einen Teil von uns selbst. Es gab einmal eine Zeit, in der Gredania und Ixal im Einklang mit der Natur und im Frieden miteinander lebten. Gibt es denn keinen anderen Weg, unsere Differenzen zu überwinden, als mit Speeren und Pfeilen? Verzeih mir, ich möchte dich nicht mit meinen Sorgen belasten. So, die Schuhe wurde, ne? Level 41! Alter. So, was brauche ich denn danach als nächstes? 2020. Ja, das wären Handschuhe. Das sind Handschuhe, ja. Ah, Aldaria, tut mir leid. Ich bin ein wenig in Gedanken verloren. Die Vorstellung, dass unsere Ernteträger zu diesen Kriegsanstrengungen beitragen, lässt es mir schwer auf dem Herzen. Dabei möchte ich doch eine Botschafterin des Friedens sein. Was kann eine einfache Gärtnerin schon ausrichten? In der Zwischenzeit hat uns eine weitere Bestellung von Jenny erreicht. Dieses Mal geht es um Zucchini. Bäh. Und zwar in rauen Mengen. Nein, ich fürchte, unsere eigene Ernte wird dann nicht ausreichen. Zum Glück wachsen Zucchini auch im Überfluss in der Region Lanossia. Ich möchte, dass du ins östliche Lanossia reist und 20 der besten Zucchini, die du finden kannst, in der Gegend südlich von Regenfängerinne sammelst. Bring sie zu mir, wenn du damit fertig bist. Ich mag keine Zucchini. Ich bin kein Zucchini-Mensch. So. Zucchini. Okay, wenn ich jetzt... Wer Weißenfelsfront dann als nächstes? Dann müsste ich nur erstmal die Freibriefe wahrscheinlich freischalten. Okay. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber wir brauchen nur noch 9 Level. Dann haben wir die Klasse auf 50. Oh. Dann noch alle Klassenquests beenden. Sollte hier aber kein Problem sein. Da
Kinder geht zu den Wölfen. Oh. Schlimm werden dann die Crafter. Hier ist auch keine Musik gerade. Kann es mal bitte hell werden? So frustrierend, wenn hier nirgendwo Musik läuft. So, dann sammeln wir die anderen Dinge noch. Zum Beispiel eine Wasserscherbe. Bei Fuß. Und das letzte. Ach, die Schocken. Bin ich auch nicht so der Fan von. Kindheitserinnerungen. Sind da noch zwei Klassenquests? Bei einer 100 pro ist irgendwas Zeitmäßiges dabei. Wette ich mit euch. War zumindest beim Bienenarbeiter so. Und Gärtnergrill. Ich möchte, dass du ins östliche Lanosia reist und 20 der besten Zucchini, die du finden kannst, in der Gegend südlich von Regenfängerinnen sammelst. Bring sie zu mir, wenn du damit fertig bist, bin ich. Welch vorzügliche Zucchini. Ich hatte ja keine Ahnung, dass man solche saftigen Vertreter in der Wildnis finden kann. Die Natur ist wahrhaft erstaunlich, findest du nicht? Die Zucchini-Pflanze reagiert äußerst empfindlich auf Luftfeuchtigkeit. So groß und saftig würden sie im Finsterwald niemals werden. Zudem reifen sie schnell und verfaulen umso schneller, daher ist Eile bei der Verarbeitung geboten. Doch ist eine perfekt gereifte Zucchini eine wahre Schönheit. Süß genug, um roh verzehrt zu werden. Und ihre Schale behält selbst gekocht eine angenehme feste Konsistenz bei. Ich nehme an, Jenny bereitet mal wieder ein herzhaftes Mahl für unsere Soldaten zu. Ich weiß, ich sollte stolz darauf sein, unsere Heimat auf diese Weise zu unterstützen. Aber ich habe genug deiner Zeit in Anspruch genommen. Bring deine Ernte zu Jenny und bestell ihr einen schönen Gruß. Die jetzt schon mal da drin ist, statt da hinten. Okay. Da. Fufu hat mir versichert, dass meine 20 Zucchini auf dem Weg seien. Bist du die Abenteurerin, die die Bestellung übernommen hat? Wir kennen uns. Ich war eben schon mal bei dir. Oh, welch vorzügliche Zucchini. So schöne Exemplare sind mir schon lange nicht mehr untergekommen. Will ja nicht prahlerisch wirken, aber ich denke, dass meine nächste Portion Ratatouille die leckerste wird, die Gridania je gesehen hat. Ratatouille ist ein Gericht, das einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat. Es war das erste Rezept, das ich gelernt habe, musst du wissen, und niemand geringeres als Fufushas Mutter hat es mir beigebracht. Mein Vater war ein fahrender Händler und unsere Familie ist häufig umgezogen, als ich klein war. Ich hatte kaum Freunde, bis wir nach Gridania gekommen sind, wo ich mich mit Fufusha angefreundet habe. Ich habe viele Stunden an ihrer Seite in den Gärten verbracht.
Nach Sonnenuntergang sind wir dann reingegangen, wo ihre Mutter ein Ratatouille zubereitet hat, die Leib und Seele erwärmte. Ach, wenn ich diese Zeit doch nochmal erleben könnte. Moment mal, ich habe da eine Idee. Oh nein. Dies ist die Ratatouille, die mich in jungen Jahren dazu inspiriert hat. Dies ist das Ratatouille, das mich in jungen Jahren dazu inspiriert hat, ein Gourmet zu werden. Bring eine Schüssel davon zu Fufusha. Mir scheint, sie könnte dieser Tage ein wenig Aufmunterung vertragen. Vielen Dank für die Zucchini-Lieferung. Ich nehme an, sie ist bereits eifrig, einen Topf für unsere tapferen Krieger vorzubereiten, sodass sie sich einmal mehr in die Schlacht stürzen können. Hm? Was ist das? Jani hat hier etwas für mich mitgegeben? Hey, das ist ja Mutters Ratatouille. Ich habe immer gewusst, dass Jani dieses Rezept liebt. Aber ich hatte ja keinen blassen Schimmer, dass sie in solcher Perfektion selber zubereiten kann. Damals war alles viel einfacher. Die Ratatouille, die unser Herz nach friedlichen Tagen in den Gärten erwärmte, nimmt nun dazu, das Feuer in den Mägen unserer Krieger zu entfachen. Wird das niemals mehr so sein, niemals mehr so wie früher sein? Nope. Hier. Mit 43. So. Jetzt gehe ich einmal kurz zum Marktplatz. Also, was heißt Marktplatz zum Dingens? Mal zum Gehilfen. Dann mache ich einmal eine ganz kurze Pinkelpause. So. Gut, dann bringe ich jetzt nochmal ein paar Windscherben mit. Zutat, Reagenz. So, dann bin ich gleich wieder da. Ja, einmal ganz kurz aufs Klo.